Willkommen, liebe Zuschauer, bei History Live, dem historischen Quartett auf Phoenix. Der Fall der Mauer, wie es wirklich war. Darüber reden wir heute mit der früheren Beauftragten für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birtler, dem vormaligen Helmut-Kohl-Berater Werner Weidenfeld und dem Historiker Heinrich August Winkler, dessen neues Buch Geschichte des Westens vom Kalten Krieg zum Mauerfall genau zum Thema passt. Heute mag es manchen scheinen, dass der Mauerfall und dann der Weg zur Einheit eine Art von Einbahnstraße der Geschichte war. Es habe einfach dazu kommen müssen. Aber war das wirklich so? Hätte es nicht auch durchaus anders kommen können? Mit Sicherheit ja. Man muss sich mal überlegen, jede Revolution hat ihre Vorgeschichte. Und was wäre eigentlich gewesen, wenn im Jahre 1980, im Sommer, die unabhängige polnische Gewerkschaft Solidarność nicht gegründet worden wäre? Das ist in gewisser Weise die Vorrevolution zu den friedlichen Revolutionen. Und eine Massenerhebung gegen das bestehende Regime. Was wäre gewesen, wenn ein anderer Mann an der Spitze des Kreml gestanden hätte und nicht Michail Gorbatschow, der einen Reformkurs, so widersprüchlich er war, bald nach seiner Wahl 1985 einleitete? Was wäre gewesen, wenn nicht eine Art von Revolution in oben in Ungarn stattgefunden hätte, bis hin zur Öffnung des Eisernen Vorhangs gegenüber Österreich? Das alles gehört zur Vorgeschichte und dann der Mut der Bürgerrechtsbewegungen in Polen, in der Tschechoslowakei, in der DDR, vielleicht oder sicherlich mit ermutigt durch die Helsinki-Schlussakte von 1975 mit der Garantie oder der angeblichen Garantie der Menschenrechte, auch durch kommunistische Regime. Das alles spielt eine große Rolle in der Vorgeschichte. Und wenn diese Faktoren fehlen würden, wenn es nicht auch Tendenzen des Zusammenbruchs, des Machtverfalls gegeben hätte, diese Demonstrationen hätten wahrscheinlich ein anderes Ende genommen. Aber noch im Frühjahr 89 haben ja in der alten Bundesrepublik weder die Politiker noch die Medien und auch nicht die Geheimdienste prophezeit, dass die DDR vor dem Bankrott steht. War denn das, was dann geschehen ist, Flüchtlingswelle, Protest, auch Mauerfall, so gesehen eine große Überraschung der Geschichte, Herr Weidenfeld? Ja, und mit dem Mauerfall haben die Spitzen der westdeutschen Politik auch am 9. November nicht gerechnet. Verstehen Sie, das war ja nicht. Ich bin auch sehr dagegen, dass man in einer gewissen Schönfärberei aus der Kenntnis des Endergebnisses, wenn Sie so wollen, jetzt nachträglich es so konstruiert, als sei das alles strategisch genau durchdacht und vorgeplant gewesen. Auch als die Mauer geöffnet wurde, hat ja die Bundesregierung nicht damit angefangen. Und das heißt jetzt deutsche Einheit und jetzt wird das so gemacht. Also der eigentliche Kick auch für den Bundeskanzler war 19. Dezember, sein Dresden-Besuch. Selbst wenn Sie mal den berühmten 10-Punkte-Plan sich durchlesen, das ist ja ganz vorsichtig formuliert. Konföderative Strukturen, also noch harmloser können Sie es doch gar nicht machen. Und dann vorher wird Präambel-Grundgesetz zitiert, KSZE-Schlussakte. Das war ja so allgemein gehalten, dass der Büroleiter des amerikanischen Präsidenten den 10-Punkte-Plan der Präsidenten gar nicht vorgelegt hat. Also das darf man jetzt nicht im Nachhinein alles so ein bisschen strategisch schön färben. Man wollte die Westmächte damals nicht verstrecken. Sie waren ja engagierte Bürgerrechtlerin, Frau Birtler, in der DDR. Was war denn damals in den Wochen und den Monaten vor dem Mauerfall Ihr Ziel? Eine freiere DDR oder doch auch schon mehr? Ich glaube, wir waren uns eher in dem einig, wogegen wir waren, als in dem, wofür wir waren. Das waren ja wirklich ganz unmittelbare Wünsche. Wir wollten nicht mehr gegängelt werden, wir wollten frei sein, wir wollten Pressefreiheit, natürlich wollten wir reisen. Also das war so ein ganzes Bündel von Wünschen. Man musste damals nicht erklären, was habt ihr für einen Freiheitsbegriff. Wir wussten genau, was wir unter Freiheit verstehen. Wir wollten all das loswerden, was uns einengt und bevormundet. Und deswegen und diese Gedanken, was setzen wir denn jetzt an die Stelle dieser Wünsche, was haben wir ganz konkret für Ideen, das hat sich ja genauso allmählich entwickelt wie auch die Diskussion im Westen.
Wir hätten eigentlich wissen können, ich erinnere mich noch an ein Gespräch im September, als der Stacheldraht durchschnitten wurde in Ungarn, dass die DDR nicht mehr zu halten ist. Und ich erinnere mich auch an ein Gespräch, wo wir da landeten. Aber dann haben wir ganz schnell die Leinen eingeholt, weil uns das viel zu kühn erschien. Das war das noch Undenkbare. Nicht, dass wir dagegen gewesen wären, sondern man kann offenbar immer nur so, oder normale Sterbliche wie wir, können immer nur so 1, 2, 3 Schritte vorwärts denken. Und das danach ist dann vielleicht auch, weil es einem die Kraft nehmen würde, unmittelbar zu handeln. Man muss sich immer auf das konzentrieren, was direkt vor einem liegt. Aber so ähnlich war es ja in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch ja. Die aktuellste, letzte Umfrage vor dem 9. November hatte das Ergebnis auf die Frage, glauben Sie, dass Sie den Fall der Mauer erleben werden in Ihrem Leben? 3% der Westdeutschen, ja, ja. 97% nein. Also das war ja wie auch ins Gedächtnis einbetoniert, diese Stabilität zweier Systeme. Ja. Ne? Und es kam noch etwas hinzu, neben dem, was Herr Winkler gesagt hat, was eine ganz große Wirkung auf uns hatte, also die Entwicklung in Polen, Ungarn, genau. Tschechien, auch in der Sowjetunion. Der 4. Juni steckte uns ja noch in den Knochen. Der Platz des himmlischen Friedens in Peking. Wir alle haben voller Sympathie Abend für Abend diesen jungen Leuten zugeguckt und dann rollten die Panzer und die DDR-Regierung war fast die einzige auf der Welt, die den chinesischen Machthabern gratulierte. Das war auch ein Zeichen in unserer Richtung. Man hatte Angst. Entscheidend für den friedlichen Verlauf, Herr Winkler, war ja dann doch zweierlei. Einerseits die Panzer der Sowjetunion blieben in der DDR in den Kasernen. Und in Leipzig am 9. Oktober wurde nicht geschossen. War das die verlegene Unentschlossenheit der Machthaber, die mit einem friedlichen Prozess einfach nicht umgehen konnten? Die 60.000, die da in Leipzig auf die Straße gingen und demonstrierten am 9. Oktober, die wussten nicht, wie das ausgehen würde. Die mussten auch mit dem Schlimmsten rechnen. Richtig ist, und das kann man aus den Stasi-Akten ja entnehmen, dass es mittlerweile viele Zeichen dafür gab, dass die Führung, dass die Kader bereits demoralisiert waren, verunsichert waren durch das Verhalten beim großen Bruder in der Sowjetunion. Dass man nicht mehr darauf setzen konnte, im Zweifelsfall pauken die uns raus, wenn es zu Unruhen kommt. Droht ein neuer 17. Juni. Und die Berichte waren, die Genossen selber, die stehen ja nicht mehr hinter uns, die zweifeln an dem Verstand der Führung und am Sinn vieler verächtlicher Äußerungen Erich Honeckers über die Ausreisenden, über die Botschaftsflüchtlinge. Nein, da war viel Demoralisierung bereits im Spiel, und zwar gerade auf der örtlichen, auf der bezirklichen Ebene, dass zwei Mitglieder einer regionalen Bezirksleitung dann zum Maßhalten, zum verantwortlichen Handeln, im Grunde zu der Parole keiner Gewalt sich bekannten. Das war natürlich ein Krisenzeichen erster Ordnung. Und richtig ist, Gorbatschow hätte seine gesamte Politik zerstört. Er hätte sein Verhältnis zum Westen ruiniert, wenn er Panzer hätte auffahren lassen. Das wusste er zumindest und das wussten ein paar Leute bei der SED. Und das hat sicherlich auf das Verhalten auch der Kader eingewirkt. Und die Position von Erich Honecker war seit diesem Tage spätestens schwer erschüttert. Sein Abgang absehbar und ein paar Tage später war es dann auch so. Aber so gesehen, Frau Birtler, eine Frage noch. Gefährlich war es gleichwohl. Der Begriff der friedlichen Revolution ist insofern auch etwas irreführend, weil friedlich war er von Seiten der Demonstranten. Richtig. Von Seiten des Staates keineswegs. Es ist am 7., 8., 9. Oktober oder am 5. in Dresden mit brutaler Gewalt vorgegangen worden. Es gab allein in Ost-Berlin mehr als 1200 Verhaftete, die noch Anfang November im Gefängnis gesessen haben. Ja. Also es war alles vorbereitet und um 18.35 Uhr in Leipzig schrieb dann dieser MFS-Protokollant, vorbereitete Maßnahmen kamen nicht zur Anwendung. Also es war alles vorbereitet. Ne? Ja. Herr Weidenfeld, dann war ja die legendäre Pressekonferenz, 9. November, Günter Schabowski, der berühmte Zettel, sofortige Grenzöffnung. Sie waren ja an diesem Tag an der Seite Helmut Kohls in Warschau, als dann irgendwie so die Gerüchte aufkamen,
die Mauer sei gefallen. Wie ist denn das damals abgelaufen? Wie war die Stimmung? Also zunächst muss man ja sagen, wir waren nicht wirklich vernetzt dort. Also unter uns war vorher gesagt worden, wenn man dort in Warschau ist, man telefoniert nicht. Es gab ja keine Handys damals. Es gab keine Handys, es wird ja sowieso alles abgehört. Wir hatten nur ein abhörsicheres Telefon, das stand aber im Gästehaus. Und wir waren ja nachmittags abends in diesen Gesprächen mit der Regierung und dann gab es ein Essen mit dem Ministerpräsidenten und in diesem Kontext bewegte sich das. Und da rief mal Eduard Ackermann bei Kohl an, da tut sich was, mal Herr Seiters. Aber das waren ja nicht wirklich präzise Detailbeschreibungen, sondern sehr allgemeiner Art. Und insofern war das eine völlig offene Sache. Ich habe eine Mitarbeiterin von Kohl dann gefragt, es gibt hier so Gerüchte, da bewegt sich was in Berlin. Dann sagte sie mir, ja, ich habe gehört, der Bundestag hat doch heute getagt. Am Ende haben die Nationalhymne gesungen. Ich glaube, die hatten mal wieder einen über den Durst getrunken. Verstehen Sie, diese völlig diffuse Nachrichtenlage war dort. Die hat sich ja erst in der Nacht präzisiert. Und am nächsten Morgen hört Kohl, dass er zu einer Rede vor dem Schöneberger Rathaus für 16 Uhr angekündigt ist und er war gar nicht gefragt worden. Er wusste, es ist schon mal ein Kanzler zu spät zur Mauer gekommen, Adenauer, als sie gebaut wurde. Im Warschauer Ghetto, als wir dort waren und er eine Kranzniederlegung, das war auch nochmal eine Assoziation an Willy Brandt, damals Kniefall Willy Brandt, sammelt er die Delegation, er hat ja auch eine Reihe Bischöfe dabei und sagt, ich habe gehört, ich soll da eine Rede halten, bleiben Sie bitte hier, ich fliege jetzt nach Berlin und ich komme aber zurück und gehe zum Auto. Da denke ich, verdammt nochmal, die Weltpolitik spielt in Berlin, jetzt bist du hier, ich hechte mich in ein Auto, egal was kostet, jagen Sie hinterher. Und so bin ich dann eben dazu gekommen, auch in Berlin entsprechend dabei zu sein. Und Sie später wieder waren zu. Ja damals in Berlin, Frau Birtler, wie haben Sie denn diese Nacht des Mauerfalls, auch das ganze Wochenende insgesamt empfunden? Mir ging das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schnell, vom 9. Oktober gleich bis zum 9. November zu hüpfen. Denn dazwischen ist sehr viel passiert. Es gab tagtäglich in vielen Städten der DDR Demonstrationen. Man konnte zusehen, wie das politische System zerbröselte. Es gab tagtägliche Rücktritte von Ministern. Es gab eine heftige Debatte. Sogar das DDR-Fernsehen weichte allmählich auf und brachte hier und da schon mal kritische Dinge. Am 4. November gab es in Berlin eine Demonstration von Hunderttausenden und das DDR-Fernsehen entschloss sich ganz kurzfristig ohne Weisung von oben diese Demonstration zu übertragen. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben also all diese gesprochen. Bitte? Sie haben doch selbst. Ja, das habe ich. Aber das insofern passierte da jeden Tag wirklich was Neues und Sensationelles. Sodass dann der 9. November sozusagen eingebettet war in so atemlose Ereignisse. Und ich war in Berlin und wir hatten noch mit Medien zu tun. Es waren ja Journalisten aus aller Welt da, denen wir Auskunft gaben darüber, was sich da ereignete. Und dann erreichte uns diese Nachricht, so wie viele andere. Ich weiß noch, ich saß auf dem Teppich und hatte ein Glas Wein in der Hand und guckte fern bei dieser Pressekonferenz. Und bald danach sind wir auch noch über Heinrich-Heine-Straße in den Westen gegangen. Und dann haben wir wie Hunderttausende andere auf dem Kudamm gefeiert. Und ich bin unglaublich froh, dass ich diesen Abend so verbracht habe. Ich bin ja auch Berlinerin, also meine Stadt gehörte mir plötzlich wieder. Das war toll. Es gab eine so eine Sache, die mir zwischendurch Unbehagen bereitete. Ich dachte so eine Sekunde lang, hoffentlich demonstrieren die Leute weiter und laufen jetzt nicht alle nur in Westen. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass der Druck aus dem Kessel raus ist. Habe sogar die SED verdächtigt, dass sie das deswegen gemacht hat, damit die Leute endlich nur noch zum Kudamm fahren und nicht mehr demonstrieren. Aber das ist ja zum Glück anders gekommen. So ist es, Herr Winkler. Man darf nicht vergessen, wenige Tage vor dem Mauerfall passiert etwas, was die Mauer um ihre Funktion bringt. Am 1. Oktober hatte das SED-Regime beschlossen und ich glaube am 3. Oktober trat diese Entscheidung in Kraft, die
visafreie Möglichkeit, die Tschechoslowakei zu besuchen, die wurde abgeschafft. Mhm. Das heißt, es wurde eine Art zweiter Mauer errichtet. Richtig. Mit einer enormen Auswirkung auf den Protest Druck, ja, in der DDR. Am 1. November wird der visafreie Grenzverkehr wieder eingeführt in Richtung Tschechoslowakei. Am 3. November gestattet die SED-Führung unter massivem Druck Prags, dass DDR-Bürger unter Vorzeigung ihres Personalausweises aus der Tschechoslowakei in die Bundesrepublik fahren können. Ein Journalist, Klaus Hartung, hat damals in der Taz geschrieben, die Mauer hat ihre Funktion verloren. Sie ist nur noch ein Symbol der Schikane, der Unfreiheit. Aber man kann mit dem Trabi jetzt, wenn man das nötige Benzin hat, in die Bundesrepublik fahren. Und in der Tat, das ist eine Zäsur, die zeigt, welche Panik die SED-Führung ergriffen hat. Dieser Druck der Bruderpartei, in Anführungszeichen, in der Tschechoslowakei, ihr könnt eure Probleme nicht auf unsere Kosten lösen, hat entscheidend dazu beigetragen, dass jenes Reisegesetz vorbereitet wurde, das dann unter panikartigen Umständen von Schabowski, der das nur überflogen hat, hätte auf ja der berühmten am nächsten Tag dann stattfinden sollen, unter ja, geordneten so Bedingungen, nicht die am grandiosen 10. Bilder. Am 10. November geordnet, schön bürokratisch geregelt und diese Improvisation mit dem halb gelesenen Text und seiner Bekanntgabe. Schönster Fehler der deutschen Geschichte. Ja. Eine Ironie der Geschichte führt dann dazu, dass sich uns dieser 9. November, ein deutscher Schicksalstag, ohnehin so eingeprägt hat, wie er verlaufen ist. Herr Weidenfeld, bis zum Fall der Mauer hat sich Helmut Kohl ja öffentlich davor gescheut, das Wort von deutscher Einheit in den Mund zu nehmen. War das vor allem deshalb so, weil er in einem solchen Fall den Gegenwind vor allem aus London und Paris gespürt hätte? Also das ist mir neu, dass er sich gescheut hätte, dies in den Mund zu nehmen. Er das Wort Wiedervereinigung. 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 Einheit. Er hat von deutscher Einheit hier gesprochen. Gott, nein. Wiedervereinigung, das war ja auch ein missverständlicher Begriff. Was sollte denn Wiedervereinigung? Manche sagten Neuvereinigung damals. Er sprach immer von der deutschen Einheit. Das ist ein anderer Punkt. Aber Sie haben einen Blick auf eine Facette jetzt gelenkt, die durchaus eine Rolle spielte. Es war ja nicht so, dass man das alles nur der Sowjetunion abbringen musste, sondern als die Mauer dann wirklich am 9. November geöffnet wurde, waren auch Mitterrand höchst irritiert, Thatcher, Andreotti, am wenigsten der amerikanische Präsident. Also die waren ja durchaus eine Anarchie im Zentrum Europas durfte es doch nicht geben. Also die waren höchst angespannt, mit welchen Konsequenzen auch immer. Also ob es wirklich auch vom Westen aus nur bei friedlichen Konsequenzen geblieben wäre, ist für mich eine sehr offene Frage von dem Hintergrund der Nervosität der Entscheidungsträger in dieser Situation. Und da muss ich sagen, ich habe ja die Protokolle auch der Telefonate, die Kohl dann mit denen geführt hat, ausgewertet für mein Buch, weil wir Zugang zu allen Geheimakten bekommen hatten. Da hat der Kohl, wenn er in seinem Leben jemals einen genialen Moment hatte, dann dort, an diesem 10.11. November. Denn in dieser völlig aufgeregten, dramatischen Stimmungslage der Westmächte auch, nicht nur Gorbatschow, telefoniert er mit denen und führt mit denen folgendes Telefongespräch. Ich komme gerade aus Polen. Wann warst du denn da zum letzten Mal? Es ist ein wunderbares Land. Ich fahre da auch wieder hin und erzählt über Polen. Diese wunderbaren Alleen, Pflastersteine. Die hatten ja nie Geld, um die Fassaden modernisieren zu können und diese westdeutschen Betonfassaden aufzubauen und so weiter. Wunderbar. Nach 12 Minuten sagt er, ach ja, und im Übrigen, die Mauer ist ja geöffnet worden. Das haben wir alles im Griff. Das wird nicht dazu riesen Problem führen und so, und fährt diese ganze aufgeregte Stimmung runter. Am nächsten Tag fliegt er ja auch nach Polen wieder zurück und dann wird das Polenprogramm weiter durchgeführt. Also das war durchaus ein sehr interessanter Zugang zu dieser Art Politikstil, die dann weltpolitisch betrieben wird, überall ist Orgasheim, so hat er sich davon. Ja, dennoch, Herr Winkler, wissen wir aus den Protokollen zwischen Maggie Thatcher, der Eisernen Lady, und Mitterrand, was Sie hinter den Kulissen bilateral besprochen haben. Thatcher war zwar gegen die Wiedervereinigung, hielt sie aber für möglich, aber Mitterrand sagte damals doch, sagen wir nach außen zu Thatcher, dass die Wiedervereinigung geschehen kann, wenn die Deutschen es wollen.
im Bewusstsein, dass die beiden Großen, er meint USA, Sowjetunion, uns davor bewahren. Das war doch schon das eigentlich ein infames Doppelspiel, oder? Es war jedenfalls ein Doppelspiel in der Rhetorik. Grundsätzlich sind wir für das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung. Aber in der Praxis müssen die Bedingungen erfüllt sein, von denen man glaubte, dass sie nicht erfüllt werden würden. Dazu rechnete etwa die Zustimmung der Sowjetunion zu einer Wiedervereinigung Deutschlands, mit der niemand rechnete. Es gab ein europäisches Land zumindest, in dem wichtige Kräfte für die deutsche Einheit waren, und das war Polen. Sehr überraschend. Ja, die polnischen Intellektuellen, die Dissidenten, auch die engsten Berater von Lech Wałęsa wie Bronisław Geremek, die argumentierten, und ich habe das selber von Geremek gehört, am Abend des 31. August 1989, am Vorabend des 50. Jahrestages des deutschen Überfalls auf Polen, als ich sozusagen im Tross von Johannes Rau damals in Warschau war, ein demokratisches Gesamtdeutschland ist für uns Polen ein sehr viel angenehmerer Nachbar als eine kommunistische DDR. Wir haben keine Angst vor einer deutschen Einheit im europäischen Verbund, im westlichen Verbund, wenn es so kommt. Wir fordern das deutsche Recht auf Selbstbestimmung. Das war ganz ungewöhnlich. Da waren polnische Regimegegner weiter als viele Deutsche, die den Kommunismus abschaffen wollten in der DDR, in Ost und West, aber sich nicht vorstellen könnten, dass das zur deutschen Einheit führen würde. Auch unter den Gründern etwa der Sozialdemokratischen Partei wurde ganz ähnlich der Sozialdemokratischen Partei in der DDR, wurde ganz ähnlich argumentiert wie bei vielen Linken und Linksliberalen in der Bundesrepublik. Wir können Europa kein deutsches Reich mehr zumuten. Es kommt darauf an, dass es so etwas gibt wie eine Vertragsgemeinschaft zwischen zwei deutschen Demokratien. Dass nach dem 9. November 1989, nach dem Fall der Mauer, die deutsche Tagesordnung so rasch wieder auf die Tagesordnung der internationalen Politik kommen würde, beginnend mit den Montagsdemonstrationen in Leipzig, 4 Tage später, am 13. November, das haben die wenigsten vorausgesehen. Aber im Nachhinein hat das natürlich eine starke Logik für sich. Nun gingen ja, Frau Birtler, in den Wochen nach dem Mauerfall in der DDR nicht nur Menschen auf die Straße mit dem schönen Ruf, wir sind das Volk. Denn jetzt kamen ja auch die Stillen aus den Nischen mit dem Ruf, wir sind ein Volk, und schwenkten die schwarz-rot-goldenen Fahnen. Fühlten sich da Bürgerrechtler nicht überrollt, denen es ja zunächst mal um eine etwas freiere DDR ging und nicht um einen schnellen Weg zur Einheit? Ich glaube, dass man das nicht allgemein beantworten kann. Es gab unter den früheren Aktiven in der Bürgerbewegung wenig, die sich der Idee der deutschen Einheit versperrt hätten. Aber sie brauchten eine Weile, um das positiv zu vertreten. Und das hat nach meiner Wahrnehmung auch damit zu tun, dass es auch Bindungen erzeugt, wenn man sich an etwas über Jahre reibt. Also wir haben uns immer mit der DDR auseinandergesetzt. Wir haben uns an ihr gerieben. Wir wollten sie anders haben. Und dadurch waren wir in gewisser Hinsicht auf eine irgendwie auch paradoxe Weise manchmal auch mehr DDR-Bürger als mancher andere, weil das unser permanenter Gegner war, der auch ein gefährlicher Gegner war, sodass es auch eine Weile dauerte, bis wir sozusagen aus dieser Denkschablone rauskamen und sagten deutsche Einheit. Und dann kam natürlich noch hinzu, dass wir in all den Jahren zuvor uns immer wieder von Freunden verabschieden mussten, die in den Westen gingen. Das war schmerzlich. Biermann sagte mal, die sind in den Westen gestorben. Man wusste ja nicht, ob man sich mal ändert. Das heißt, wir mussten auch immer Gründe finden, warum wir bleiben, weil wir was verändern wollen. Und das hat natürlich auch die Haltung mit beeinflusst. Und nachher aber, ich würde sagen, spätestens ab Dezember war diese Frage geklärt. Da ging es nur noch um die Frage, welchen Weg zur deutschen Einheit, den ganz schnellen oder eher einen allmählichen. Und so, da gab es ja viele Diskussionen, die dann auch die Volkskammerwahl letzten Endes mit ganz entscheidend mitgeprägt haben. Nun wissen wir ja seit Neuestem, dass Helmut Kohl 2002 vertraulich mal gesagt hat, die Bürgerrechtsbewegung habe keine Auswirkung gehabt. Entscheidend sei gewesen, dass die Sowjetunion wirtschaftlich zusammenbrach.
Was würden Sie dem Einheitskanzler antworten, Frau Birtler? Also wenn ich höflich wäre, würde ich sagen, dass mir diese Sicht sehr vertraut ist, insbesondere von den großen politischen Männern, die immer der Meinung sind, dass nur sie die Geschichte machen und das Volk nicht einen wesentlichen Beitrag leistet. Für mich ist das kein Entweder-Oder. Es war dann, als klar war, die DDR bricht zusammen und wir sind auf dem Weg zur deutschen Einheit, gab es immer noch sehr viele verschiedene Gestaltungsoptionen. Und deswegen ist auch die Rolle einzelner Politiker überhaupt nicht zu unterschätzen, erst recht international. Aber wenn man sich mal diesen Prozess der deutschen Einheit vorstellt, ohne die Bürgerbewegung, ohne diejenigen, die dem Protest auch ihre Stimme und ihre Richtung gegeben haben, vielleicht wäre die DDR auch zusammengebrochen. Aber es hätte sich was ganz anderes gebildet. Und gerade auch beispielsweise im Unterschied zu Helmut Kohl, der ja ab 1990 auch einen klaren Integrationskurs fuhr. Er war ja für die Integration der alten Eliten. Er war gegen die Öffnung der Stasi-Unterlagen. Und das sind alles Dinge, da konnte er nicht allein schalten und walten. Da hat die Bürgerbewegung doch eine ganz wichtige Rolle gespielt, mit Blick auf das Verhältnis zur DDR. Ab Ende November stand ja dann der 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl. Wir haben ihn schon erwähnt, der einen etwas längeren Weg zu konföderativen Strukturen, zu einer deutschen Föderation vorschlug. Das war ja noch recht vorsichtig. Und trotzdem war der Gegenwind aus London und Paris und auch aus Moskau ziemlich heftig. Also Anfang Dezember 1989 sah sich ja die Bundesrepublik geradezu umzingelt von den drei Siegermächten, nicht von den USA. Ja, und man muss natürlich zusätzlich sehen, die Bundesrepublik Deutschland hat ja selbst auch nicht in dem Moment aktiv was anderes betrieben, sondern das, was die da gemacht haben, schauen Sie sich nur mal an, was in den Bundeskabinettssitzungen da besprochen wurde. Das waren die praktischen Konsequenzen aus diesem den neuen Reisemöglichkeiten und so. Und Begrüßungsgeld. Begrüßungsgeld, all solche ganz alltagspraktischen Dinge. Der wirkliche Punkt, auf ihre große weltpolitisch-strategische Perspektive einzuschwenken und dann mit der deutschen Einheit, das ist nach Dresden 19. Dezember 1989 passiert. Und ich habe im Kanzleramt dem Vorbereitungskreis angehört, so man kann sagen Krisenmanagementkreis, wo auch alle relevanten Minister dazu dabei waren. Gut eine Woche vor dieser Reise haben wir dort zusammengesessen und haben gesagt, es könnte ja sein, wenn Kohl da nach Dresden fährt, das war ja ein Treffen mit Modrow, ne? Also erstens mal, der muss sich dann auch mit ein paar Oppositionellen treffen. Ja, aber mit wem? Wer ist denn da nicht Stasi? Und so, also schwierig, schwierig. Da muss man sehr nachdenken. Also das wurde vorbereitet und dann wurde gesagt, es könnte ja auch sein, dass da ein paar Menschen am Straßenrand stehen und den begrüßen. Das gab es doch schon mit Willy Brandt in Erfurt und so. Das könnte doch sein. Ja, wenn das mehr als ein paar hundert sind, dann müsste der vielleicht auch eine Ansprache da halten. Naja, aber wenn das mehr als ein paar hundert sind, dann braucht er ja ein Mikrofon. Wie kriegt man ein Mikrofon im souveränen Staat der DDR? Da wurde also der Regierungssprecher Johnny Klein beauftragt, das da ein bisschen zu fummeln, dass man da auch ein Mikrofon hat. Ja, und dann waren es ja nun wirklich sehr, sehr viel mehr. Und als der Kohl das sah, sagte er so, das ist jetzt gelaufen, von jetzt ab wird deutsche Einheit betrieben. Und da fing das ja an, da ganz praktisch, operativ, alltäglich zu werden. Parteientwicklung, Wahlvorbereitung und Währungsunion und so weiter. Das war aber erst ab 19. Dezember, nicht vorher. Nicht als die Mauer geöffnet wurde. Das war alles noch in der alten Struktur. Der größte Schock für uns in dieser Zeit war, dass Helmut Kohl sich mit der DDR-CDU zusammentat. Ja. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ja? Blockflöten. Aber. Warum war denn in diesen heißen Monaten, Wochen des Dezember, vor dem 19. Dezember, eigentlich der amerikanische Präsident George Bush der Ältere, der Einzige, der dem Kohl die Stange hielt? Dachten die Amerikaner damals schon strategisch und in langen Perspektiven, was ganz Europa betraf? Ja. Wenn wir uns die amerikanischen Akten, auch die Aufzeichnungen von damaligen Akteuren ansehen, war alles klar. Unter der Voraussetzung, dass auch ein wiedervereinigtes Deutschland im Atlantischen Bündnis
angehört, kann uns nichts Besseres passieren als eine Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit. Man hat in aller Welt, am wenigsten in den USA, ja nun über die Jahrzehnte hinweg in der Teilung Deutschlands ein Unterpfand der Stabilität, des Friedens in Europa gesehen. Aber diese Voraussetzung war völlig entfallen. In Polen hatte es im Juni und August die ersten halbfreien Wahlen gegeben. Die erste Regierung mit einem nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten Masowiecki. In der DDR war die Hölle los sozusagen. Es war klar, das Regime hatte seine Basis auch bei den eigenen Kadern verloren oder war dabei, diese Unterstützung zu verlieren. Die Massen waren gegen das Regime. Entweder demonstrierten sie oder sie versuchten, der DDR den Rücken zu kehren, was dann ab Anfang November auch möglich war. Auf die deutsche Teilung war kein Verlass mehr als Unterpfand der Stabilität. Also hat Bush sich von vornherein zur deutschen Wiedervereinigung unter westlichen Bedingungen bekannt und die Wende bei François Mitterrand, die Einleitung einer Wende, die kam, glaube ich, in den Gesprächen mit Kohl in Straßburg im Dezember, als Kohl andeutete, dass er bereit sein würde, Mitterrands Forderung zuzustimmen, die europäische Währungseinheit, der politischen Einheit vorzuziehen. Und da deutete Kohl erstmals an, dass er das Bonner Jungtim, Währungseinheit in Europa, nicht ohne politische Einheit lockern würde. Das hat allmählich Mitterrands Umkehr bewirkt. Bei Maggie Thatcher dauerte das sehr viel länger, bis ihr im Frühjahr Historiker und Intellektuelle aus Großbritannien und den USA nahebrachten, dass Deutschland im Jahre 1990 sich deutlich vom Deutschland der Jahre vor 1945 unterschied. Und zweimal haben wir sie geschlagen, jetzt sind sie wieder so da, sagte Maggie Thatcher. Und ihre Diplomaten haben einen sehr viel konstruktiveren Kurs gefahren als sie selbst. Ja, so ist zu Präsident Bush will ich nur sagen, genau diese Fragen habe ich ihm persönlich gestellt. Und dann hat er mir zwei interessante Antworten gegeben, als ich gefragt habe, warum waren sie viel ruhiger und gelassener als Mitterrand und Thatcher. Wir sind ja viel weiter weg, sagt er, war die erste Antwort. Ja. Und die zweite war, er hat ja Sachverhalte begrüßt, beispielsweise 10-Punkte-Plan, ohne ihn gekannt zu haben. Wieso haben Sie so etwas gemacht? Sie stellen sich hin und sagen, das ist zielführend, findet meine Unterstützung, Sie kannten ihn gar nicht. Da hat er gesagt, ich habe dem Kohl in dieser Angelegenheit keine Dummheiten zugetraut. Und ich wusste, Gorbatschow ist nicht dafür, Thatcher nicht, Mitterrand, Andreotti nicht. Wenn ich jetzt auch noch sagen, ich weiß ja von nichts was und so, vielleicht oder vielleicht auch nicht, dann wäre die Sache ja abgerutscht und das wollte er vermeiden. Nochmal zurück zu Mitterrand, denn man kann ja dann doch reden von einer Art von Doppelbeschluss. Ich formuliere es mal stichwortmäßig: Für die deutsche Zustimmung zu einem früher eingeführten Euro kam die Zustimmung der Grande Nation zur deutschen Einheit, wurde damals ja dementiert. Wir wissen ja aber heute, dass Mitterrand intern von der D-Mark als Atombombe der deutschen sprach, die man ihnen nehmen müsse. Das hat ja dann geklappt, Herr Weidenfeld. Ja, aber sagen wir, zunächst sind ja die politischen Entscheidungen zur Sache Einführung des Euro vorher gefallen. Ich war ja dabei mit politischer Union, das hat der Kohl auch im Bundestag verkündet. Nur als wir dann mit den Franzosen darüber sprachen, und die Franzosen zunächst mal unserer Auffassung waren. Die haben gesagt, ja, das muss sein. Vorsicht, die meinen doch immer was ganz anderes als wir. Ja. Und dann haben wir, um es auszutarieren, gesagt, so, das müssen wir an einem Punkt fixieren. Europäische Zentralbank. Wir wollten Bundesbankmodell, die französische Nationalbank. Und am Ende hatten wir gewonnen. Damit war aber viel Kraft und Zeit vergeudet, noch diese ganzen anderen Dinge da zu tun. Und deshalb haben wir in Maastricht-Vertrag geschrieben, einen Artikel, möglichst bald einen neuen Vertrag. Alles andere ist dann später gekommen. Kohl hat ja auch vorher im Bundestag erklärt, jeder, der meint, man könne eine solche Währung stabil halten, ohne
den starken Rahmen, dem rufe ich zu, das ist abwegig, Beifall aller Fraktionen dazu. Also das ist natürlich alles klar. Nur später hat man das entsprechend anders umgesetzt. Ich wehre mich sehr dagegen, offen gestanden, dadurch, dass ich bei all den Sachen dabei war. Wenn man nachträglich konstruiert, die haben dann ihre D-Mark geopfert, nur damit die deutsche Einheit kommt und so. Das ist nicht so verwoben. Es wäre ohne Mauerfall genauso gekommen. Es war am Ende für Kohl immer nur eine Zeitfrage, wann es zu der großen Debatte darüber kommt. Denn er wollte nicht die Wahlen verlieren. Er wollte es nach den nächsten Wahlen haben. Das ist das A und O. Herr Winkler. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die Währungsunion, die war schon vorher beschlossen. 1988 war das sozusagen schon in trockenen Tüchern als Projekt. Ja. Aber die Verbindung mit einer Wirtschafts-, Fiskal- und politischen Union, die war in Deutschland Konsens. Und erst nach dem Mauerfall, als Mitterrand von der Angst ergriffen wurde, ein wiedervereinigtes Deutschland würde, gestützt auf die D-Mark, die Hegemonie in Europa bekommen, über kurz oder lang. Da hat Kohl zugestimmt der Trennung der Regierungskonferenzen. Eine über die Währungsunion, eine über die politische Union. Die deutsche Frage, die jetzt wieder auf der Tagesordnung stand, die hat ihren Einfluss ausgeübt im Hinblick darauf, dass das Bonner Junktim, Währungsunion nicht ohne politische Union, gelockert wurde. Das, glaube ich, lässt sich belegen. Und die Frage ist, ob man das bis Ende der 90er Jahre so durchziehen musste, wie es geschehen ist, trotz allerlei Warnzeichen. Aber das ist ein völlig anderes Problem. Entscheidend war ja auch der Wandel bei Gorbatschow, der im Dezember 89 ja noch gegen Wiedervereinigung war und im Februar 90 das Kohl ja zugestanden hat, das Entscheidung der Deutschen. Was ist denn da passiert? Ich meine, wir wissen heute, dass es da eine Politbüro-Sitzung gab. Da wurde gesagt, wir können die DDR nicht mehr halten. Aber wenn man sie nun schon nicht halten kann, will man doch für die Damen der Sowjetunion auch so viel wie möglich rausschlagen. Und am Ende kam nur, in Anführungszeichen nur, 15 Milliarden D-Mark raus, die die Bundesrepublik an die Sowjetunion direkt bezahlen musste. War das ein sehr billiger Preis für die Kriegsbeute DDR, Frau Birtler? Ich kann das nicht sagen, weil ich normalerweise in solchen Dimensionen nicht rechne. Für mich ist das heutzutage immer unglaublich viel. Heutzutage sind es ja noch 50. Und ich glaube nicht, dass es, sagen wir mal, am Preis gescheitert wäre. Das Projekt war so groß, hätte man sagen sollen, das wird uns zu teuer, wir lassen es. Das ist doch ganz unrealistisch. Und das wusste vielleicht auch Gorbatschow, so viel ich weiß, waren das ja doch ganz erhebliche Summen, auch Sachleistungen. Und es ging ja nicht nur um Geld. Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Punkt kommen. Das waren ja die Zeit, wo auch die 6 Monate der ersten frei gewählten Volkskammer, deren Hauptaufgabe das ja dann irgendwie war, auch sich selbst überflüssig zu machen. Und das war aus meiner Sicht eine doch komplizierte und schwierige Zeit. Sie waren ja Abgeordnete und ich gehörte zu denen, die eigentlich eher für den sanfteren Weg in die deutsche Einheit gewesen wären, über eine verfassungsgebende Versammlung. Da habe ich mich korrigiert. Wir haben gemerkt, es muss jetzt schnell gehen, die Aus Leute wollen es. Und wir hätten einfach auch ein Demokratieproblem bekommen. Ja, ja. Die große Mehrheit der Ostdeutschen wollte es ganz schnell. Was die Art und Weise dann der deutschen Einheit betrifft, da finde ich auch bis heute noch, dass sie auch problematisch war. Man muss immer sehen, also stimme ich nicht in den Chor derer ein, die sagten, wir hätten mehr von der DDR übernehmen müssen. Da gab es nicht viel zu übernehmen. Aber man muss immer sehen, dass auch die Bundesrepublik in einem Reformstau steckte 1990. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass die deutsche Einheit zum Anlass wird, das eine oder andere Reformprojekt sozusagen als Frucht der deutschen Einheit dann auch in Kauf zu nehmen. Es gibt ein kleines Modell dafür, die Debatte um die Schwangerschaftskonflikte. Da hat man gesagt, wir lassen erst mal noch 2 Jahre zweierlei Recht gelten und dann soll doch bitte der gesamtdeutsche Bundestag eine neue Lösung entwickeln. Das hat auch funktioniert. Das war eine Lösung, die sich sowohl von der DDR als auch von der bisherigen bundesrepublikanischen Lösung unterschied. Das hätte man auch noch in anderen Politikfeldern analog so tun können. Und es hätte dann letzten Endes auch zur Folge gehabt, dass die Westdeutschen nicht den Eindruck gehabt hätten,
die deutsche Einheit war nur teuer, hat uns politisch nicht gebracht. Und die Ostdeutschen hätten das Gefühl gehabt, nicht mit leeren Händen in die Einheit zu kommen. Das hätte uns, wenn ich jetzt an die manchmal schwierige deutsch-deutsche Beziehungskiste so denke, helfen können. Ganz in Ihrem Sinne kann man ergänzen, die Regierung Kohl war ja im tiefen Keller 1989. Ja. Also Einheit hat sie gerettet. Ja, natürlich. Ja, also so der hätte die nächste Wahl auch nicht gewonnen. So das war ja wirklich, die Umfragen waren tief im Keller. Genscher dachte darüber nach, wie er aus dieser Regierung rauskommt, damit er nicht mit unter die 5%-Klausel dann gezogen wird und dann fällt die Mauer. Dann kommt eine zweite Luft für eine Regierung, wie beim Marathonlauf. Jetzt fängt es neu an. Ne, das ist ganz in der Ergänzung dieser Sache. Also da war ja jetzt nicht so, die Bundesrepublik braucht doch jetzt keine Reform 1989. Das ist eigentlich schade. Ein Stückchen. Und die Deutschen waren damals bereit zu sagen, das lassen wir uns auch was kosten, die deutsche Einheit. Es gab eine große Euphorie. Mit dem Wahlsieg der Allianz für Deutschland bei den Volkskammerwahlen war der Weg zur Einheit, wie wir jetzt feststellen, ja vorgezeichnet. Und das große Streitthema des Frühjahrs und Sommers 1990 blieb ja dann die Frage, welchem Bündnis das vereinte Deutschland angehören solle, NATO oder irgendetwas anderes. Das war ja strittig. Warum hat Gorbatschow das eigentlich ohne große Zugeständnis, ohne große Gegenleistung zugestanden, Herr Wickler? Die Sowjetunion befand sich, und darüber war sich Gorbatschow seit langem im Klaren, in einem dramatischen wirtschaftlichen Niedergang. Die Sowjetunion hatte den Wettlauf oder den Wettkampf der Systeme auf allen Ebenen verloren. Seit der zweiten Erdölpreiskrise nach 1979 war klar, die Sowjetunion als ein ressourcenorientiertes Land war nicht in der Lage, sich so zu modernisieren, zu rationalisieren, wie das die westlichen Industriegesellschaften damals zu tun vermochten. Die Sowjetunion hatte den Rüstungswettlauf verloren. Gorbatschow wusste, dass er westliche und zumal deutsche Hilfe braucht. Und das war für ihn ein ganz wichtiges Argument, konziliant zu sein. Es ist im Übrigen nicht so, dass der Westen oder die NATO Gorbatschow jemals versprochen hätte, es gibt keine Osterweiterung des Atlantischen Bündnisses. Tatsächlich, Baker und Genscher haben es doch mündlich gesagt. Genscher ist der Einzige, der sich in diesem Sinne geäußert hat, nicht nur für die DDR werden wir die NATO-Jurisdiktion nicht ausdehnen, sondern das allgemein gelten lassen. Wenn man die Akten genau liest, hat sich Jim Baker, der amerikanische Außenminister, bei den Gesprächen in Moskau am 9. Februar 1990 etwas zweideutig ausgedrückt, als es um die Frage der Osterweiterung ging. Aber Bush, der Präsident, hat noch am selben Tage gesagt, alles, was wir zugestehen können, das hat er Kohl noch während er in Moskau war, in einem Brief auch zukommen lassen, alles, was wir zugestehen werden, ist ein besonderer Status des Atlantischen Bündnisses im Gebiet der noch existierenden DDR. Das, was später in den 2+4-Vertrag aufgenommen wurde. Genscher musste zurückrudern. Kohl hat sich auf diese Linie noch im Februar 1990 festgelegt. Die sowjetische Seite hat nie eine solche Zusicherung erwartet. Niemand konnte sich vorstellen, dass es ein Jahr später den Warschauer Pakt nicht mehr geben würde und Ende 1991 keine Sowjetunion mehr geben würde. Nein, das, was zwischen West und Ost vereinbart worden ist, hat seinen Niederschlag im 2+4-Vertrag gefunden. Mehr hat der Westen nicht zugesagt. Und es war auch nicht der Westen, der auf eine Osterweiterung der NATO drängte, sondern es war die Verunsicherung der ostmitteleuropäischen Staaten angesichts der chaotischen Zustände in Russland in den 90er Jahren. Findet ihr heute auch seine Bestätigung. Genau. Und wenn es das nicht gegeben hätte, in welcher Situation wäre Europa heute? Richtig. Wenn das Baltikum, wenn Polen, wenn die Tschechoslowakei oder Ungarn
nicht dem Atlantischen Bündnis und nicht der Europäischen Union angehören würden. Also da ist kein Versprechen gebrochen worden, sondern da ist das Selbstbestimmungsrecht der Ostmitteleuropäer respektiert kommt worden. Kommt noch hinzu, dass solche Gespräche in dieser Phase immer unscharf geführt werden. Die werden nicht so geführt, als würde ein Notar da sitzen und das jetzt beurkunden, sondern diese Gespräche sind interpretationsfähig. Man hört also auch, was die Bundesrepublik zahlen wird an die Sowjetunion. Das ist immer mal wieder über Monate erwähnt worden, aber immer freundlich, freundlich. Und Gorbatschow hat irgendwann entdeckt, ja, die haben ja noch gar keine feste Summe jetzt zugesagt. Und er hat eigentlich innerlich mehr erhofft, als das, was anschließend rausgekommen ist. Aber das waren so offene, diffuse Gespräche. So werden die geführt. Die Spitzenstaatsmänner führen doch nicht Gespräche, als würden sie bei einem Notar sitzen, sondern da werden auch Freundlichkeiten zum Ausdruck gebracht. Und damit kommen später auch gewisse Nachdenklichkeiten und Missverständnisse. Ja, so. Aber das sollte man nicht selbst immer noch viel hineinkonstruieren, was sie damals alles schon so präzise vereinbart haben. Wenn wir sagen, das Ganze hätte durchaus anders kommen können, hat das seinen Grund. Wir wissen ja heute, dass es 1990 zweimal einen ernsten Putschplan gegen Gorbatschow gegeben hat, von denselben Leuten, die ein Jahr später, im August 1991, dann geputscht haben. Wenn dieser Putsch bereits im Sommer 90 stattgefunden hätte, hätten wir die deutsche Einheit dann vergessen können? Ich vermute, auf Zeit, ja. Ich glaube nicht, dass ein solcher Putsch Bestand gehabt hätte, so wie die Verhältnisse in der damaligen Sowjetunion waren. Aber zunächst wäre der ganze Zeitplan obsolet gewesen, der wäre nicht mehr einzuhalten gewesen. Deswegen auch das hohe westliche Interesse, Gorbatschow und Schewardnadse, seinen Außenminister, zu stärken, ökonomisch und politisch zu stärken, wobei die ökonomische Stärkung wesentlich Sache der Bundesrepublik Deutschland war. Das war eine sehr kluge Politik und die Zugeständnisse, Streitkräfteverminderung, zunächst auf deutscher Ebene, aber dann auch auf europäischer Ebene, keine Stationierung von Kampftruppen der NATO auf dem Territorium der noch existierenden DDR und auch nach der Wiedervereinigung nicht. Das alles waren kluge Zugeständnisse, die ja auch die westliche Politik in den 90er Jahren bestimmt haben. Das ist die Ratio des Abkommens zwischen Russland und der NATO von 1997 und das gilt noch heute von westlicher Seite. Auch wenn Putin es de facto aufgekündigt hat, der Westen hat sich an diese Zusicherungen gehalten. Ich möchte noch mal zurückkommen, Frau Birtler, auf das, was Sie eben gesagt haben in Sachen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, Reformbedürfnis, auch die Frage verfassunggebende Versammlung. Ich frage mal ganz naiv, warum wäre es denn nicht möglich gewesen, Beitritt nach Artikel 23 und dann in aller Ruhe trotzdem eine gemeinsame verfassunggebende Versammlung, die ja zu 99,9% das Grundgesetz hätte sein können, aber so ein paar Elemente der Bürgerrechtler, welche auch immer, vielleicht direkte Elemente mit aufnehmen. Ist das ein großer Fehler gewesen? Ich gebe Ihnen recht, die Frage Einheit nach Artikel 23 oder 146 war interessant und wichtig, aber nicht entscheidend. Mhm. Man hätte ohne weiteres auch bei der Entscheidung für den Beitrittsweg eine Verfassungsdebatte und dann auch eine Annahme der Verfassung durch das Volk bewirken können. Das ist symbolisch. Man kann auch sagen, ach, was soll's, aber man darf das auch nicht unterschätzen. Selbst wenn diese dann neue Verfassung dem Grundgesetz zum Verwechseln ähnlich gewesen wäre, was ich vermutet hätte, ist ja auch gut. Aber der Prozess, dass man sozusagen den Abschied von der Diktatur und das Ja zur deutschen Einheit auch durch einen Prozess von Verfassungsrang dann auch begleitet. Das hätte uns gut getan, glaube ich. Ich sehe das auch so und stimme auch der Auffassung zu, dass ein überarbeitetes Grundgesetz sich vom alten Grundgesetz nicht sehr unterschieden haben würde, auch nicht in dem Punkt mehr direkte Demokratie. Damals, Anfang 1990, wurde das ja von den Bürgerrechtlern in der DDR gefordert.
Ich habe meine Zweifel, ob bei direkter Demokratie Berlin die Hauptstadt Deutschlands geworden wäre, so wie die Stimmung 1991 im Westen war. Aber wir haben das bewährte Grundgesetz bekommen und das ist in einigen Punkten ergänzt worden. Und sicherlich wäre das für manche eine Enttäuschung gewesen und dennoch eine Legitimation eines gesamtdeutschen Grundgesetzes hätte ihre großen Vorteile gehabt, jedenfalls aus der Sicht der Intellektuellen. Und von daher kommen ja die meisten Zweifel dann im Nachhinein an der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Aber ein zentrales Problem war das nicht. Ich glaube, entscheidend war, glückt der innere Einigungsprozess oder glückt er nicht. Und da können wir ja nach 25 Jahren eine gewisse Bilanz ziehen und die fällt nicht unbedingt schlecht aus. Finde ich auch. Der Einigungsvertrag, der ja dann geschlossen wurde, hatte das Zieldatum 3. Oktober. Die Alternative war ja damals schon der 9. Oktober. Erinnerung an den Tag der Entscheidung in Leipzig. Wäre das nicht ein besserer Feiertag gewesen? Unser 14. Juli, 70.000 in Leipzig, was sind da die paar hundert Leute von der Bastille im Jahre 1789 dagegen? Also ich hätte, so wie Frau Börtler gesagt hat, man hätte es auch anders machen können. Ich hätte gerne mal eine Debatte darüber gehabt, welchen Tag wir denn dann nun wählen. Das hier ist jetzt ein bürokratisches Ding. Also es fällt einem ja schwer. Es wurde angeordnet. Es fällt einem schwer, da besondere Emotionen freizusetzen. Also offen gestanden, wenn ich das sagen darf, Herr Winkler. Also bei mir fällt schwer da am 3. Oktober, weil ich habe andere Assoziationen an den gesamten Prozess und dann wird bürokratisch festgelegt, 3. Oktober. Geht mir auch so. Also der 9. Oktober wäre ein wunderbares Datum gewesen. Auch der 18. März wäre übrigens ein wunderbares historisches Datum gewesen. Das wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen lange hin gewesen. Ja. Aber der 9. Oktober, ich habe das nie verstanden, warum man den nicht genommen hat. Vielleicht wollte Kohl keinen 41. Jahrestag der DDR zulassen. Eine große Gysi-Party wurde gefürchtet, aber auch die DDR-Regierung. Nein, es war auch die Rücksicht. Es sollten 8 Wochen sein zum 2. Dezember, dem Wahltag. Aber das ist doch ein bürokratischer Entscheidung. Den hätte man auf den 9. Dezember schieben können, ohne weiteres, meine ich. Ja. Also es ist ja auch der 9. November als Nationalfeiertag ins Gespräch gebracht worden. Das wäre nun furchtbar schwierig geworden, am selben Tag das Gefühl der Scham und des Zorns auszudrücken angesichts des 9. November 1938, der Reichspogromnacht, und gleichzeitig Freude über den Fall der Mauer. Nein, es gibt gute Gründe. Wir machen das, wir feiern ja auch den Mauerfall am selben Abend. Wir denken am 3. Oktober auch an den 9. Oktober und an den 9. November 1989. Aber es gibt gute Gründe für diesen Tag. Einmal, es ist ein Beschluss der frei gewählten Volkskammer. Und dann darf man nicht unterschätzen die Bedeutung der 2+4 Verhandlungen. Da ist ein Jahrhundertproblem gelöst worden. Die deutsche Frage im Sinne eines Grenzproblems. Jetzt stand völkerrechtlich eindeutig fest, wo Deutschland liegt, was dazugehört und was nicht. Die deutsche Frage konnte nur durch die völkerrechtliche Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gelöst werden. Das heißt, zusammen mit einem anderen Jahrhundertproblem. Aber vor und der polnischen Frage. Was hatte mit dem 3. Oktober? Das hat mit dem Datum Es hat etwas zu tun mit den Fristen, die einzuhalten waren, wenn der 2+4 Vertrag erst einmal unter Dach und Fach sein sollte und die Einigung mit den Polen über den deutsch-polnischen Grenzvertrag. Das ist das eine. Das andere, der 3. Oktober steht für die Lösung des alten Problems Einheit und Freiheit. Das ist die alte Forderung der 48er Revolution gewesen. Und mit dem 2+4 Vertrag wird auch die deutsche Frage als Problem der europäischen Sicherheit gelöst. Das alles ist auch eine diplomatische Leistung, die soll man nicht unterschätzen. Daran waren viele beteiligt. Und dass die deutsche Frage in Übereinstimmung mit den Nachbarn in Europa und den 4 Mächten gelöst werden konnte, das, denke ich, bedarf der Anerkennung. Das war eine große Leistung und deswegen
finde ich, ist der 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit ein gutes Datum. Nur und der 2+4-Vertrag ist vorher unterschrieben worden und nachher in Kraft getreten, ratifiziert worden. Das, nur weil dann ein paar Bürokraten in diesem Kontext gesagt haben, machen wir es am 3. Oktober, dann ist es am unproblematischsten und so. Also und das schwingt bei mir historisch nichts mit. Wurde noch fristgerecht informiert und die Vereinten Nationen, das alles, glaube ich, ist ein Grund daran nicht zu mäkeln. Das Argument, dass es auch der Wille der Volkskammer, der frei gewählten Volkskammerwahl war und eben nicht nur ein bürokratischer Akt, das sollte man nicht unterschätzen. Aber Herr Winkler, all das, was Sie zu Recht angeführt haben, hätte doch nicht gegen den 9. Oktober gesprochen. Das wäre die einzige reale Alternative gewesen. Eben. Unterschied, glaube ich, zum 9. November. Aber darüber kann man Angst, gerne diskutieren. Angst vor dem 41. Jahrestag aber der DDR. Aber die Probleme, wir schon irgendwie überstanden. Aber die Probleme der deutschen Einheit waren damit noch lange nicht gelöst. Natürlich. Dafür natürlich, bedurfte es der Zeit und insofern spricht vieles für den 3. Oktober. Auf der Symbolebene wäre es schön gewesen. Ich meine, inzwischen haben wir alle gelernt, mit dem 3. Oktober zu leben. Aber es war eine von mehreren verpassten Chancen. Der letzte DDR-Ministerpräsident sagte im Umfeld des 3. Oktober 1990, jetzt werde die Vereinte Bundesrepublik nördlicher, östlicher und protestantischer. Bei protestantisch habe ich so meine Zweifel, aber hat er bei den beiden anderen Punkten recht? Hat er nicht auch preußischer gesagt? Ich glaube, meine nördlicher, östlicher, protestantischer. Na gut. Also ich denke zumindest, dass die Entscheidung für Berlin als Hauptstadt auch ein europäisches Signal war, nicht nur ein deutsches, auch ein Signal für das Zusammenwachsen Europas. Übrigens hat Willy Brandt, als er diesen berühmten Satz aussprach, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört, sofort hinzugefügt, das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für Europa. Also man muss auch diese Dimension sehen und in der Tat, wenn man heute Umfragen liest, dann gibt es noch die eine oder andere wichtige Unterscheidung zwischen West- und Ostdeutschen, dass Freiheit und Westbindung im Westen nach 4 Jahrzehnten praktischer Erfahrung noch immer höher im Kurs stehen als in den neuen Ländern, ist richtig. Aber ich glaube, das ist zum Teil auch ein Generationenproblem, das wird sich auswachsen. Nein, ich glaube nicht, dass Deutschland östlicher geworden ist. Ich glaube, dass die Wiedervereinigung im Zeichen der politischen Kultur des Westens ein ganz großes Datum der deutschen Geschichte ist. Richard von Weizsäcker, der damalige Bundespräsident, hat beim Festakt am 3. Oktober 1990 gesagt, der Tag ist gekommen, an dem zum ersten Mal in der deutschen Geschichte das ganze Deutschland fest in den Kreis der westlichen Demokratien aufgenommen wird. Und ich denke, das bringt die Lösung eines Jahrhundertproblems auf eine knappe, gute Formel. Kommen wir allmählich mal zum Schluss, Frau Birtler. Viele nennen die Geschehnisse von damals ja nach wie vor noch Wende und nur Wende. Ist das nicht viel zu schwach? Es war doch eine Revolution, die erste gelungene der deutschen Geschichte. Das ist nicht nur schwach, das grenzt schon so an Geschichtslüge. Der Begriff, was viele nicht wissen, stammt ja von Egon Krenz. Der hat sich eine Wende gewünscht, eine Kurskorrektur oder so, aber hübsch im Sattel bleiben dabei. Und das wissen viele nicht, die den Begriff verwenden. Man muss auch sagen, es ist erst 5 Jahre her, das war zum 20. Jahrestag dieser Ereignisse, wo manche Historiker sich noch gewehrt haben gegen den Begriff der Revolution. Ich erinnere mich an solche Debatten, sie gehört nicht dazu, aber es gab andere. Inzwischen hat er sich zum Glück eingebürgert, aber im Alltag ist mir noch viel zu oft von Wende die Rede und der verniedlicht dieses historische Ereignis eines wirklich grundlegenden Machtwechsels, des Endes einer Diktatur und des Anfangs von etwas doch sehr anderem Neuen. Also wenn das keine Revolution war, dann hat es überhaupt noch keine Revolution Was gegeben. Was denn sonst, ne? Herr Weidenfeld? Ja, es war auch die Überwindung der Teilung Europas. Ich erinnere mich in der Nacht des Mauerfalls habe ich dann doch aus Polen aus angerufen und habe meinen Mitarbeitern gesagt, das bedeutet EU-Osterweiterung. Das ist doch völlig klar. Und das macht natürlich die ganze historische Dimension doch deutlicher, dass es verschiedene Konstellationen sind, die verwoben sind, die weltpolitische, die europäische, die Deutschland-Dimension. Und das macht eigentlich, das löst
meine Erinnerung bei mir aus, offen gestanden, dass es eine ganz große Geschichte war. Frau Birtler, meine Herren, vielen Dank. Lenin soll ja mal gesagt haben, wenn die Deutschen auf dem Bahnhof eine Revolution machen wollen, kaufen sie sich vorher eine Bahnsteigkarte. Da wurde er ja 89 eines Besseren belehrt. Die Bauernkriege sind gescheitert, die Revolution von 1848 ist gescheitert, die Revolution von 1918 ist gescheitert, der Aufstand von 1953 ist gescheitert, die Revolution von 1989 ist geglückt, ein Grund zur Freude. Ich danke Ihnen allen sehr und Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu.